Kampagne starten. Und dann legen wir direkt los, oder wie, oder was? Banjo-Kazooie, ToeJam & Earl. Mickey und Donald. Brilliant escape plan at all? Fine. Let's start from the beginning. Call me Shipset. What's your ID, huh? Bisschen Claptrap vibes, oder? Okay then. Be that way. We'll see who's giving who the cold shoulder when I bust out of here all by myself. And if I just so happen to get us both out, you'll just have to settle for owing me your life. Watch and learn, pretty bot. Yoo-hoo, Mr. Driver! Shut up, drone! Oh, but it's important! I said cram it, you sack of crap! I can do this all day! Oh, for butt's sake! What? Ah, you're finally listening. You know, ever since you threw me in here with Captain Sunshine over there... 10! I've been feeling so carsick! 9! Huh? And I can't help but think you're not upholding your responsibilities... 8! According to the algorithm convention! 7! What the heck? And I know mobsters aren't so keen on rules... 6! But come on! Where's the effort? Where's the respect? 5! Why, the last time I was kidnapped, 4! I at least had a 3-2-1 duck! Huh? Okay. Booyah! What did I tell you? Good thing I'm smart enough to think for both of us. So, are you gonna tell me your name now? Or can I just call you Captain Sunshine? Exy. Jeez, that's uninspiring. Sorry I asked. Well, Exy. Now that I've saved your life, I'm gonna call in a favor. Get me the heck out of here! In your dreams. Thanks to you, the whole mob's gonna come after me. And I'd rather get melted down by mobsters than get saddled with some bolt-brained drone. Come on! I'll make it worth your while! You wanna get off this planet, right? I'll get my claw on a ship, but I need your help. You can get me off Data Bay? What, you can just find me a ship? I already got one waiting for us. It's right over there in that hub behind the docks. Fine. But on one das Spiel gibt's für alle Konsolen und PC. We go our separate ways. I never und kostet, glaube ich, 18 Euro. Think about you ever again. You got und eine Demo gibt's auch. Fine. With that attitude, I'll be happy to never see your face again. Let's just go. So, finde das Schiff, um zu fliehen. Also springen, Double Jump, schon mal nice. Was haben wir hier? Das. So where are we going anyway? Straight forwards. What other way can we even go? Jeez, I hate you. Sammeln? Nein. Okay, irgendwas ist hier kaputt gegangen, oder?
ich auf das Ding drauf? Nahkampfangriff X, ja okay, so viel habe ich auch schon rausgefunden. Erstmal hier raus. Ah, guck. Wollte gerade sagen. Erstmal rausfinden, was hier Kulisse ist und was hier sozusagen Collectibles sind. Das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar. Ich dachte erst Sachen, die blau leuchten. Vielleicht. Guck mal, hier kommt man hoch, oder? Kommt man doch hoch. Oh, ich lebe! Komm ich da hoch? Nee. Das ist eine Wand, die mich blockiert. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall viel Energie verloren. Wir gehen einfach mal straight. So, spill the oil. How do you wind up in the back of a mob car? Hey, I'm not in this to make a friend. No small talk, drone. Oh, this is gonna be fun. Ah, okay, wenn die so eine gelbe Umrandung haben, kann man die Kisten kaputt hauen. Beziehungsweise überhaupt eine Umrandung. Das scheint Geld oder was? Help Bots. Ja, ist ja alles nur Tutorial. Also kannst Doppeljump und im Anschluss kannst du dann direkt nochmal so ein... Oh. Waren die nett? Habe ich hier gerade Freunde gehauen? The noble people of Data Bay. Fish. Alright, I'll be quiet! Just calm down, Jeez. Hallo. Ich hab gefragt, ob du Pausing anmachen kannst. Ich kann an dich zitieren. Tearing? Keine Ahnung. Tearing? Nee, ich glaube Tearing wegen. Ach, ich weiß wieder, wegen ich weiß Ziehen. Nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich kann mal gucken. Achso, hier gucken wir Auflösung, können wir auch noch hoch machen. Einfach vielleicht auch Windows-Mode stellen, dann ist es eher. V-Sync, meinst du? Ja, genau. Randlos, Vollbildschirm. Chat muss gleich mal sagen, was besser. Okay, nice. Ist es jetzt Fenstermodus? Ja, müssen wir mal sagen. Ah, guck mal, jetzt in der Auflösung sieht es auch geiler aus. Exi, that's not right! Dann viel Spaß noch. Bis später. Jo, danke. Wenn man die haut, dann rennen die weg. Was ja irgendwie verständlich ist. Die rennen hier alle rum. Das sind alles die, die ich... Ach, guck mal, sprinten. Was meinen die mit Sprinten hier? Aua! Ich lade schon noch genau rein, ey.
kann nicht aufhören, die zu hauen, ganz ehrlich. Weil die halt auch drauf reagieren. Oh, was ist das? Au! Eieiei! Aus! Sehr freundlich. Like here, for example, this marketplace sells cooling fluid, metal scrap, and all kinds of useful stuff. Right. File that under useless trivia that doesn't help anyone. Spoil sport. Aha, was ist das? Sorry. Didgery Boots, Entdeckung. Wisst ihr, ich weiß ganz genau, was dieser Planet hier ist. Ein riesiger Staatsserver ist. Wo die ihre tiefsten und dunkelsten Geheimnisse verstecken. Die Leute, die hier leben, sind bloß Attrappen. In der Tat. Das ist alles geplant, damit ihr alle denkt, dass ihr alles Paletti ist. Aber ich schwöre beim Grab meiner Mama. Ich rede keinen Unsinn. Ich habe die Wahrheit selbst gesehen. Und wollt ihr wissen, wie? Schaut euch bloß all die Bots an, die sich sonnen. Denkt doch mal drüber nach. Habt ihr je einen sonnengebräunten Roboter gesehen? Ich sag's doch, das hängt alles zusammen. Diese blauen Rohre, die sich um den Planeten winden, das sind die Staatsdaten, die um uns herumschweben. Habe ich mit eigenen Augen gesehen. Okay, was soll das denn jetzt sagen? Ist das Lore gewesen oder was? Verschwörungstheorien hier, aber was wollte ich denn jetzt damit sagen? Hm. Oh, kann man da hoch? Okay, das ist natürlich clever gemacht mit diesen. Man rutscht da so weg von den Wänden. Sieht so aus, als ob man da lang kann, aber. So, wo kann ich jetzt hier geilen Scheiß kaufen? Wie es mir versprochen wurde. Ist hier irgendeiner, der Verkäufer ist oder sowas? Ne. Ach warte, hier kann man rein, oder? So stelle ich mir Michael Reinke beim Tanzen vor, ehrlich gesagt.
Der ist ja DJ, guck mal. Guck mal, der hält sich sogar so eine Hand ans Ohr. Gar nicht mehr so schlecht, der Beat. Da war noch was. Das ist, glaube ich, Währung, würde ich mal sagen. Memory banks. They're literally one of the planet's biggest tourist traps. I liked you better when you didn't talk. Mag die Dialoge. Ist gar nicht so unlustig. Aber er hat gesagt, das sind also Kühlungssysteme, ja? Für den Planeten oder für die Datenbanken? Keine Ahnung. Lebt ja, wenn das Wasser fällt. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Nein. So, aber wie weit ist denn jetzt hier dieses Schiff? Da kommt man auf jeden Fall noch irgendwie hoch. Autsch. Man unterschätzt diesen Radius noch etwas. Das sieht irgendwie so aus, als ob man da irgendwas. Oh, ich bin ja fast tot. Ach du Scheiße. Zwei Energie noch, Leute. Hier ist wieder Party. Ich brauche so einen Health-Bot. Ja, gibt's auch für PlayStation Plus, hier wird gerade gesagt, PS Plus Rabatt 17,99 Euro. Auf Steam kostet es, glaube ich, auch nur, also irgendwas so, unter 20 Euro auf jeden Fall. Aber wir haben noch nichts gesehen, da ist einer. Oh, komm. Das war wichtig. Ach, guck mal, der heilt sogar voll. Nicht nur ein bisschen. So I spent months devising a plan to break free of my position and make off with every bot coin in the bank. And it worked. Kinda. Sorta. Also das Spiel wirbt auch dafür, damit, dass das übrigens auch was für Kids ist. Finde ich übrigens auch. Auch mal ganz schön ist. So klassisches Jump and Shoot. Wobei mit Shooten ist ja eigentlich noch gar nichts. Ich glaube, wir kriegen noch irgendwas zum Shooten.
ist doch irgendwo ein Gegner. Da! Zack. Nehmen wir uns mal auf. Nix. Ich bin schon wieder so im Modus hier nach in jede Ecke zu gucken. So, wir können da weiter. Da ist irgendwas im Hintergrund. Komm, checken wir das mal aus. Was ist das? Ich steuere das. Okay. Lol. Ja, okay, jetzt habe ich es gerafft. Okay. You're a hacker? But you seem so low tech. I've been picking up tricks since before you were even assembled. I hope for your sake you weren't lying about that ship. What? Me lie? Was ist das da oben? To a trusted colleague like you. Focus. We're deep in Robaglioni territory now. Okay, I'll admit it. I'm just plain curious. Just who are you, Exe? No. Oh no! I suddenly forgot where that spaceship is. I'm a mercenary, all right? Fighting, hacking, hunting down mark after mark. That's my life. At least it used to be. Wrong place, wrong time. Now the algorithms put a bounty on my head. I've been on the run ever since. When the Robaglionis caught wind, I was on... Das Original, die Story von Renegade, die erzählt. Data Bay, they jumped me to claim the bounty. Well, looks like Lady Luck threw us both in the same car, huh? Still, when did mobsters start moonlighting as bounty hunters? Speak of the devil. Robaglioni's dead ahead. Hope you're ready for a fight. So, jetzt wird es aber mal Zeit hier für irgendeine neue Gameplay-Mechanik. Irgendein Item oder irgendwas. Let's dance, Gizmos! Herzoberer. Ich mach schon wieder dumme Sachen hier. Mosen, dankeschön für dein Zap. There, that's our way out. Phew. Thanks for the assist, Exe. Assist? You did nothing but scream. Hey, I could have blasted them all if I wanted to. I merely needed to gauge your abilities for myself. More and more mobsters. That means my plan is working. Und er hat hier diesen Dive Down in der Luft, Double Jump, zweimal, Pam.
Snake. Snake! Shit. Klicker. Ja gut, wenn man das noch nie gemacht hat, muss man natürlich erstmal wissen, was die von einem wollen. Das ist lustig, diese Minispielchen. Moment, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Was ist da hinter? Da ist doch ein Ton oder was? Das ist gar nichts. Kann das sogar hier so im Flug sogar noch so ein bisschen steuern? Man kann auch nicht blocken oder so, ne? Ich krieg immer einen Schlag krieg ich immer mit. Wer schießt? Huh? Where did you get that? Oh, you know, just flying around next to one of the mobsters you knocked out. Hand it over. Hey! That was my gun! I know how to cross through. Aha! Now we're talking. Achso, die muss ich abknallen? Ah, okay, jetzt checke ich das in meine Plattform. Dumm. Give up already! Nobody escapes the revolt, Leonis! Who even are you? Keys. Ist echt ein bisschen hier Dings, ne? Wie heißt's? WarioWare oder so, ne? Das stressigste Spiel, das es gibt. Wer es mal gespielt hat. So. Hab ich eigentlich unendlich Munition, ja, ne? So wie es aussieht.
da ranzoomen, so geht's viel besser. So langsam macht's richtig Bock. Mit dem Nahkampf und dem Fernkampf gepaart und so kommt langsam ein ganz geiler Flow auf. So. Sehr Ratchet and Clanky. Spannend, gibt wahrscheinlich noch einen Haufen anderer Waffen. Was ja noch so kommt. Snake. No, was? Als alter Hütchenspieler, ich meine, jetzt kann ich sagen, es ist alles verjährt, aber ich habe halt jahrelang mit illegalen Hütchenspielen in der Bronx mein Geld verdient. Also das ist natürlich für mich jetzt keine große Herausforderung. Wer schaust da auf mich, ey? Maul. Didgery Boots Entdeckung 3. Oh shit, ich habe 2 verpasst. Hier bin ich also. To Bot verschrammt. Hä? Nochmal mein Bestes, um eure Augen für die Wahrheit zu öffnen. Ich schätze, ich stehe auf verlorenem Posten. Aber ich gebe nicht auf. Nicht jetzt, niemals. Eines Tages macht der Staat einen Fehler und dann werdet ihr alle sehen, dass ich die ganze Zeit lang recht hatte. Die ganze laute Musik in der Stadt. Denkt doch mal drüber nach. Das ist alles eine Tarnung, um die Datenübertragungen zu verdecken. Ihr wollt's ja nicht hören. Und wenn sie euch holen kommen, werde ich ganz aufrecht stehen, mit meinem Hut gezückt und mit überheblichem Grinsen. Und ich werde sagen, ich hab's euch ja gesagt. Und vielleicht, nur vielleicht, werden die Leute endlich auf den alten Didgeridoo-Boot hören. Und dann können wir diese Mistbots ein für alle Mal entlarven. Okay. Still weird. Heisenberg, was geht ab? So, hier lang. Hier echt schon viele von diesen blauen Kügelchen gesammelt, aber noch irgendwie nichts zum Ausgeben. Na?
Warte mal, war da was? Aha! 100% No Scam. Da, wo das draufsteht, ist meistens Scam. Hello, boys. Are you looking for some fancy, shiny, valuable items? Look no further. We have an abundance of tax-deductible assets for you. Tax-deductible? Sign me up. They're crooks, Shipset. Don't fall into their scheme. So, what will you purchase? May I interest you with our newly crafted yet slightly used oil extractor? Special deal. Buy 10, get 1 absolutely free. Last proposal separately. Valid for only 1 hour. Hold on. That's drop space shipping. They give those away for free on Body Express. Scrap. He's a professional. What's our next move? How about providing us something of actual use? Perhaps weapons, grenades, anything? Certainly. If you already have guns, we can upgrade them. We're technicians before anything. I don't have anything right now. Aha! Then you're precisely the kind of customer we're looking for. Introducing... Our exclusive welcoming package! As our esteemed first and currently only client, you're entitled to a free weapon gift. If our gift is to your liking, please don't hesitate to return. We'll be here, awaiting your next visit. Okay. Schwarzmarkt. Unsere leistungsstärksten Werkzeuge für Sie und Ihre Familie. Gratis. Akimbos. Darf ich jetzt eins aussuchen oder sind die alle umsonst? Ich glaube, eins ist umsonst, ne? Zwei Pistolen mit schlagkräftigen Kugeln. Säurewerfer. Feuert kontinuierlich einen großen Laserstrahl. Feuert verheerende Nanopartikel. Klingt irgendwie alles ganz geil. Was soll ich nehmen, Chat? Akimbos, Säurewerfer, Laserpistolen oder... Ah, da stand ja auch, man kann es zurückgeben, wenn es einem nicht gefällt. Akimbos, Säurewerfer, Laserpistole oder Nanoturbine. Jeder von euch sagt was anderes. Laser. Laser befeuert kontinuierlich einen großen Laser. Leute, ey, ich nehme die Akimbos. Ah, guck, die anderen. Ich kann sogar zwei, weil die kosten jetzt. Und der Upgrade zu Akimbos würde jetzt 1000 kosten. Fügt Explosion hinzu. Wir können aber noch. Laser sind so 2000. Ja, da hast du recht. Ich nehme auch die Nanoturbine. Okay, mehr können wir uns jetzt gerade nicht leisten. Zücke in riskanten Situationen eine ultimative Waffe. Das Schießen verbraucht Energie als Munition. Erhalte Energie durch das Sprengen von Feinden. Ah, Moment, ich hab doch auch... Hä? Das ist die Nanoturbine. Oh, das ist eine Railgun. Aber wo ist jetzt die Akimbo? Hä? Habe ich nicht die Akimbo? Kannst du nur eine davon benutzen, oder was? Oh ja.
Ist aber schade, dass man nur eine jetzt davon hat. Ich das gewusst hätte, ich natürlich nicht die Kohle für eine zweite ausgegeben. Man kann die scheinbar auch nur an diesen Shops selber wechseln. These mobsters are getting angrier by the minute. Trust me, Exe. Trust the plan. Protect me, Exe! Shit. Nicht hinhüpfen jetzt schon. Na, jetzt ist es zu spät. Oh yeah! We make a great team! Those turrets are no match for us! You're still doing absolutely nothing. Hola. They must have planted this boat there. They're probably waiting to ambush us. How do you know? Because that's exactly what I would do. Huh. Well, ambush or not, they won't stand a chance against me. You want to take them all by yourself? Be my guest. No, don't be silly. I couldn't take all the glory for myself. You worthless drones! Launch the Gamma turret! Gamma what now? Oh, der schießt was Großes auf mich. Da hinten. Meine Güte, ist das weit weg. What? Ich dachte, da bin ich sicher. Na, ich hätte da oben ballern müssen. Ja.
Alter. Jetzt schaffe ich's. Das war nicht stark von mir. Dadurch. Warum? Come on, come on! We gotta get out of here fast! Stop the sweet mobs and the little big gun! What do we do? Langsam anspruchsvoller hier auf jeden Fall. Von allen Seiten wird hier auf dich geballert. Sieht nach einer Boss-Area aus, oder? There you are! Never send a goon to do a boss's work! I'm gonna dismantle both of you! Na komm doch! Robogulioni! Wo ist er denn? Rust bucket I've ever seen! Shut up! I'm trying to focus! Get up, goons! Hey, what's up? Das ist natürlich geil, dass die da einfach spawnen. Gar nichts. That shield! Do your thing, Exe! I'm gonna drink oil out of your face plate tonight! Ha ha ha! Na?
gebe zu bedenken, dass ich hier mit rechten Daumen zielen muss. Keine Ausrede, aber... Naja, vielleicht ein bisschen. Ist hier mal Heilung irgendwo? Alter, das ist gar nicht mal so leicht. Ey, man kriegt halt ständig einen mit. Ich glaube, irgendwie spiele ich das noch falsch. Muss ich einfach noch mehr rumbewegen oder so. Man kriegt halt von den Typen, kriege ich halt immer irgendwie eins mit. Ah, jetzt sehe ich das auf dem Boden erst, okay. Jo, okay. Nein, was? Okay, jetzt, Leute. Es tut mir leid. He's the biggest rust bucket I've ever seen. Shut up. I'm trying to focus. Get up, dude. Ich werde besser, Leute. Ich werde langsam besser. Alter. Setzt er sich aufs Richtige. Ich war sauer. That's their boss. He's the biggest rust bucket I've ever seen. Shut up. I'm trying to focus. Get him, goons. Overheat. Nobody can outgun the remote Leone. Ey, ich bin schon wieder fast tot, ey. Aleco mio! Was ist denn das? Mann! Get up, goons!
dumme Mortar-Attacke da. So, ich warte jetzt einfach. Nee, ich muss die ja für die Super-Attacke killen. Da ist er, guck. Marty, ich hab doch gerade das Health-Ding. That's their boss? He's the biggest rust bucket I've ever seen. Shut up. I'm trying to focus. Get up, goons! Schon wieder nur noch 6 Energie. Was nimmt mir denn die ganze Zeit die Energie weg? Oh. Der Waffe, ey. Wie viel halten die denn aus hier jetzt plötzlich? Sag euch, diese Typen hier sind der größte Dreck. Weil die einfach irgendwo spawnen, dann kriegst du direkt eins ab. Na, jetzt kommt er nicht, ne? Immer eingewischt.
Kurva, holla, der ist ein Pisser, Mann. Ich schmeiß gleich das Pad. Wirklich. That's their boss? He's the biggest rust bucket I've ever seen. Shut up. I'm trying to focus. Get up, goons! Das sind die dümmsten Dreckspenner, diese Cowboy, diese... Will ich mal sehen, wie den Kampf jemand macht, ohne Energie zu verlieren. Durchs Feuer kann man übrigens... Nee, kann man? Ich weiß immer noch nicht, ob man durchs Feuer laufen kann. Okay, 2 Health hat er noch. Oh Gott. Oh, endlich, ey. I'll get you back for this. Jesus Christ. Finally, there's my ticket off this crazy. Wahrscheinlich habe ich einfach die falsche, dieses Nano-Gewehr oder was. Goodbye forever. Oh, come on. He made a pretty good team, right? Just imagine all the awesome adventures waiting for us out there. You and me, Exe. Heroes in the making. A legend for the ages. And our legend shall forever be known as...
here, Exe? Go to Echo Point if you want to make it off this planet alive. The ambassador's waiting for you there. An algorithm soldier? What are you doing algorithm here? Algorithm soldier. Database currently under assault. The ambassador is requesting your assistance in combating the threat. Make your way to Echo Point. We'll make sure the path is clear. And why would I do that? The choice is yours. At this rate, Data Bay will soon be reduced to scrap. The Master Chief, yeah. Echo Point is the only extraction site. Fine. If the ambassador wants to see me, he'll see me. Achso, ich dachte, das ist ein Rückblick. The planet under attack? By who? And why does the algorithm want your help? And who does the... Stop asking questions. Not like I know anyway. Was ich denn? Ah, okay, das Feuer. Das hat mir auch die ganze Zeit Damage gemacht. Ich bin durchs Feuer immer gelatscht, glaube ich, im Bossfight. Kann das sein? Hä? Jetzt bin ich ja immer im Kreis gelaufen. Wo muss ich denn lang? Are you following me? I told you, our deal's off. Hey, whoever they are, they're not playing around. You're my ticket out of here. Zeig dich immer so ganz ersichtlich. Hier, guck hier, durch das Wasser kann man laufen ohne Schaden. Und irgendwo war Wasser, wo ich Schaden genommen habe. Wahrscheinlich, weil es zu tief war. Aber das ist halt manchmal so ein bisschen schwer zu sehen. Our deal's off. Hey, whoever they are, they're not playing around. You're my ticket out of here. Ah.
Jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren. Ah, über mir, okay. Jetzt hänge ich hier in diesem Ding fest, ey. Wie komme ich denn da hoch? Was ist da hier? Ist halt ein bisschen schwer zu schießen und auszuweichen gleichzeitig. Soll man vielleicht auch gar nicht. Generell muss ich, glaube ich, mehr die Ausweichtaste benutzen. Geht es weiter? Ach, da. Lol. The fuck? So ein Ding hier. Zack. I'm pretty high up on their most wanted list. Hey, me too. I mean, I assume I am. Der Hauptcharakter ist einfach so eine, ich glaube, dass das ganz bewusst gemacht wurde, so eine Aneinanderreihung an Zitaten aus Actionfilmen gefühlt. Wirklich simpel. Hey, what's that big thing over there? It looks like some kind of... Hä?
Wieso hat er nicht. Wieso klebte ich nicht an der Wand? Was habe ich falsch gemacht? Oh, was ist denn das? Das ist ja auch wie das Batmobil. Schade, das hätte ich jetzt cool gefunden, wenn man da auch mal abseits der Hauptstrecke was entdecken kann. Ich muss hier die Sachen einsammeln. Ich brauche Money für Upgrades. Ey, wie ich sich beamende Gegner hasse, wirklich. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Ist das eher was für Maus und Tastatur, Leute? Ich probiere das jetzt mal mit Maus und Tastatur. Warte mal kurz. Kann ich das hier? Das fängt nochmal nicht gut an. Okay. Ich kann meine Steuerung nicht machen. Und doch wieder das Pad. Ja, nur um es zu zeigen, weil ich meine, guck mal, wie langsam ich mich halt drehe hier. Das ist eine 180-Grad-Drehung. Und wenn dann die Gegner sich plötzlich hinter dich beamen, hast du halt direkt schon wieder einen Treffer kassiert. What the f- At this rate, we'll find out soon enough. Also es ist schon ein anspruchsvolles Spiel. Das sieht vielleicht aus wie so ein leichtes Fun. Ah, hier, das meine ich. Guck, sind die nämlich komplett hinter dir. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht tatsächlich. Zumindest nicht mit einem fucking Pet! Schon wieder nur mit 22 Energie. Hier, fick dich!
big thing over there. It looks like some kind of hologram. At this rate, we'll find out soon enough. Soon enough. Das ist halt auch, da ist ja ein Heilding. Oh Jesus, for fuck's sake. Irgendwo ist immer noch so ein Schuss, den du abkriegst. Die Nanoturbine kannst du halt auch kaum benutzen, weil die kannst du dreimal feuern oder so. Dann ist die leer. Und du brauchst andere Gegner, um sie wieder aufzuladen. Und er überlebt es trotz Beschuss der Superwaffe. Schwer, Leute, ich sag's euch. Oder ich bin einfach super unfähig. Oder beides. Ich hätte auch wirklich beides für durchaus möglich. Schon wieder nur noch 27 Energie. Du nimmst so viel Schaden hier im Spiel von allem. Sechs noch.
weiß noch nicht mal warum. Wieder da. Ach so, jetzt hat er sich dahin gekommen. Ich weiß nicht, warum man die Gegner beamend macht. Das geht mir in meinen scheiß Kopf nicht rein. Explodiert einfach überall. Jetzt triffst du den scheiß Heilroboter nicht. Ich habe kein bisschen Geld, um ein Upgrade. Da hätte man doch nach dem ersten Boss. Dear developers, I don't know if you watch this, but if you do, then you need to give me something after a boss fight. Especially if there's a boss fight that kills me 20 times. Why don't you give me enough money so I can upgrade my weapon or give me anything? The only thing I get is I can switch the weapon. Nein, es macht auch Bock, aber es könnte so viel besser sein mit so ein paar kleinen Details, Detailverbesserungen, die einen eben motivieren und die einen nicht frustrieren. Ich raff das manchmal nicht. Wir müssen es doch playtesten und nicht selber, sondern irgendjemandem geben, jemandem normalen, wie mir. Hello developers, this is Hamburg calling. Wo war die Belohnung nach einem schweren Bossfight? Das ist doch nicht so schwer. Das muss man noch mal. Wo war die Verbesserung? Wo hat sich das Gameplay verbessert nach dem Bossfight? Es ist einfach nur schwerer geworden.
gibt doch so viele Möglichkeiten, hier Upgrades zu machen. Overheat zum Beispiel weniger. Bisschen mehr Energie, bisschen mehr Rüstung. Mir fallen spontan 10 Sachen ein, die man machen kann, wo man sich sagt, okay, geil. Dafür bin ich jetzt aber auch ein bisschen geiler. Aber nein. Es fliegen einfach noch 10.000 mehr Projektile auf dich. Und du hast absolut nichts. Ja, weiß ich auch nicht, wie man da rüberkommen soll. So, was checke ich jetzt hier nicht? Muss ich auf den Geschützturm? Hört's ja sogar. So, da lang. Irgendwas ballert dir immer in den Rücken. Irgendwas ballert dir immer in den Rücken.
treffe ich ihn denn nicht? Wieso treffe ich den Fucker nicht? Jetzt benutze ich schon die Superwaffe und treffe ihn trotzdem nicht. Support! Hurry! Our anti-aircraft gun is right there! Talk about an army! These guys can barely defend themselves! Huh? You know how to use this thing? I told you I picked up a lot of tricks. All right, Hotshot. Let's see how good you are at protecting me! Das Gefühl, das ist auch etwas, das mit Maus wesentlich leichter geht. De facto mangelt es an. Lol, das ist halt. Die Schwierigkeit gerade ist halt der Stick. Vor allen Dingen ist das auch so misleading, dieser gelbe, dieses gelbe Zielviereck, was da um die Ziele erscheint. Man denkt dann immer, ah ja, dann trifft er die jetzt, weil er die anvisiert hat. Aber nee, das macht halt gar nichts. Das zeigt einfach nur, da ist der Gegner. Aber den sehe ich ja auch so. Also, du musst trotzdem... Welcome, humble moron. All in a day's work for a legend like me. I just hope this was worth all that time. The ambassador is still waiting for you at Echo Point. Considering the situation, you'll surely need this. Now this I can get behind. Oh, sniper rifle? Big gun. Give me the gun, give me the gun. No, and stop asking. Weapon hog.
können wir jetzt die Waffe? So, und jetzt? Die ganze Zeit schießt da irgendwas. So, das ist übrigens der Zoom von der Sniper Rifle. Hier. Ist exakt der gleiche Zoom. Jesus. So. Das war's jetzt mit Akimbot. Ja, gibt's zumindest, gibt's hier auch noch Schwierigkeitsgrade. Temperiert, übertaktet. Okay, ich war aber auf Mittel. Zielhilfe normal, niedrig. Sichtfeld, Kameraempfindlichkeit, Speedrun-Modus. Was immer auch das ist.
Was ist denn Speedrun-Modus? Ist jetzt irgendwas anders? So. Also. Ich muss sagen, das ist schon für ein Indie-Team für 18 Euro ist das schon sehr ordentlich. Ich habe aber auch Kritikpunkte. Vor allen Dingen, was das Belohnungssystem angeht, das ist nicht in Ordnung. Du kannst nicht, du musst irgendwas hinwerfen. Du musst irgendwie, du musst irgendwas einem anbieten, damit man, damit die Motivation oben bleibt, finde ich. Ich weiß nicht, wie viel Inhalt da noch ist, wie viel da noch kommt, ja. Wie viele Waffen es gibt und so weiter. Aber es gibt Upgrades für die Waffen. Es gab 3 oder 4 Waffen zur Auswahl. Du kannst aber nur eine nehmen. Du konntest keine upgraden. Auch nach dem Boss nicht. Du kannst die nur wechseln an diesen bislang erst 2-mal aufgetauchten Shops. Ich weiß nicht, das kann man besser balancen, meiner Meinung nach. Da würde ich wirklich gerne mal mein Feedback, vielleicht mache ich das auch, den Entwicklern zukommen lassen, weil da ist auf jeden Fall Potenzial, gar keine Frage. Es steuert sich eigentlich gut. Ich glaube, es ist vielleicht besser, mit Maus und Tastatur zu spielen, als mit Joypad. Ich habe das Gefühl, es könnte den Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall deutlich einfacher machen, wenn du mit Maus steuerst. Ich bin jetzt natürlich auch mit dem rechten Daumen, was so Shooter-Spiele angeht, natürlich auch immer schlecht, aber trotzdem, ja. Also da ist auf jeden Fall, ich spüre da schon ein gewisses Potenzial. Ich mag auch die Dialoge, die Synchronisation ist nett. Da entfaltet sich eine Story. Ich weiß nicht, was am Ende letztendlich, wie viel Waffen es gibt, was dann da noch alles kommt. Ob man da nicht hätte auch ein bisschen mehr noch anbieten können in der Anfangszeit. Wir gehen mal hier, ich war gerade auf der Seite gucken. Da was steht, kann man das hier? Wie viel Waffen und so es gibt? Aber hier kommen noch Fluggeräte, Fahrzeuge. Hier sehen die Biome, die sehen hier auch ganz cool aus. Das war jetzt halt auch nicht sonderlich abwechslungsreich in den ersten 2 Stunden. Hier kommen noch Panzer, Raketen hier. Ich glaube, da kommt schon noch ordentlich was. Aber ich fand es auch ganz schön hart, muss ich sagen. Und ich habe nichts gegen schwere Spiele, wenn die es schaffen, einem dann aber auch was hinzuwerfen. Also irgendwas, was dir halt was dich auch motiviert, wo du dir sagst, okay, jetzt habe ich einen schweren Bossfight hinter mir, aber dafür kriege ich jetzt auch irgendwas. Und sei es nur Währung, mit dem du dann deine Waffen upgraden kannst oder so. Und ja, so eine Lock-On-Funktion oder so wäre auch, glaube ich, nicht schlecht. Es war so eine Semi-Lock-On-Funktion, die aber auch dann nicht so richtig hundertprozentig funktioniert hat. Also, es gibt eine Demo, ihr könnt die Demo einfach mal ausprobieren. Und selber gucken, ihr seht es ja hier, es gibt das Ganze für Konsolen und für PC und ist auf jeden Fall eine Hommage an Ratchet & Clank und vielleicht auch Jack und Dexter. Aber da könnte noch ein bisschen poliert werden. Und ja, trotzdem, Indie-Titel will ich gar nicht irgendwas Negatives sagen. 18 Euro kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Es hat auch Bock gemacht, stellenweise, gar keine Frage. Gerade am Anfang, als es noch nicht so schwer war, vielleicht hätte ich den Schwierigkeitsgrad runterstellen müssen oder auf Maus und Tastatur umsteigen sollen, dann wäre ich vielleicht in einen besseren Flow gekommen oder so. So war es jetzt zum Ende hin auch echt ein bisschen frustig, muss ich sagen. Aber nichts, was man nicht tatsächlich so 1-2 Stellschrauben und dann könnte das richtig Bock machen. Also, ja.
Was soll ich sagen? Es ist ein netter Indie-Titel für 18 Euro, da kann man, glaube ich, nichts sagen. Aber da gibt es auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Nikola schreibt zum Beispiel, er hat es von Anfang an mit Maus und Tastatur gespielt, spielt sich super. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass Joypad die falsche Wahl war, ehrlich gesagt. Was man auch an diesem Dings, eben hier dieses mit den, wo man mit der Flak die Sachen abschießen sollte, das wäre mit Joypad wahrscheinlich richtig nervig gewesen. Mit Maus und Tastatur war es absolut easy. Und dann geht's auch, dann kannst du halt durch den Jump, weil du mit diesem Jump so nach vorne springst, du hast Nahkampf, du hast diese Dive-Bomb, du hast diese Ballern, du hast verschiedene Waffen. Da kann sich schon ein ganz gutes actionmäßiges Gameplay dann so entwickeln. Aber wahrscheinlich hätte ich da eher auf Maus und Tastatur zurückgreifen sollen, damit das seine wahre Schlagkraft entfalten kann. Ihr könnt es auf jeden Fall mal abchecken. Akimbot heißt das Spiel, ist ein kleines Entwicklerteam aus, ich wollte es euch noch sagen, die heißen Evil Raptor und ist tatsächlich, glaube ich, auch das erste Spiel von denen. Ich google die mal gerade. Aus Frankreich, französisches Entwicklerstudio. Gibt es sogar eine französische Vollvertonung. Oh, voulez-vous? Pumpkin Jack ist auch von denen. Also ist das zweite Spiel von denen. Guck mal, hier schreiben sie auch Medieval meets Jack and Dexter. La Région? Who are we? Also diese ganz junges Team hier noch. 2, 4, 8 Leute. Auf jeden Fall. Ich will sowas immer irgendwie auch supporten. Ich glaube, ich werde denen vielleicht nochmal was schreiben oder so. Was man da besser machen kann. Also was ich mir noch wünschen würde, sagen wir es mal so. Vielleicht wollen sie es ja auch so, dass es so ein bisschen heavy ist. Es ist auch nicht viel, aber gib mir ein paar mehr Waffen am Anfang zur Auswahl, ein Lock-on-System und eine Belohnung für den Boss und ich bin eigentlich schon happy. Der Rest hat mir eigentlich gut gefallen. Ja, ihr könnt es auf jeden Fall abchecken. Akimbot heißt das Game und gibt es ab sofort überall, wo es Zeitschriften gibt.